Und nun kommt Herbert Kickl, hat sich gerade auf die Rednerliste setzen lassen. Bisher hat er noch nicht das Wort ergriffen heute. Danke, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, Hohes Haus. Ja, wir haben heute wieder einmal eine Erklärung des Herrn Bundeskanzlers der Republik gehört. Und für mich ist das eine Gelegenheit, die ich gerne wahrnehmen möchte, um ein wenig die Dinge und die Ereignisse einzuordnen, die sich seit dem 29. September, seit der Nationalratswahl in diesem Land auch abgespielt haben. Wissen Sie, dieser Bundeskanzler, dieser Karl Nehammer, das ist ein demokratiepolitisches Phänomen. Und ich sage das deshalb, weil er ein Bundeskanzler ist, der nie durch eine demokratische Wahl in dieser Funktion irgendwie bestätigt worden ist, der nie durch eine demokratische Wahl auch nur annähernd in die Nähe des Bundeskanzleramtes gekommen wäre. Das muss man ja mal dazu sagen. Ich meine, im Jahr 2019, ich habe nachgeschaut, war er auf der Bundesliste Nummer 11. Das ist zwar zweimal eins, aber das ist eine ungewöhnliche Positionierung für einen Kanzlerkandidaten. Nicht? Er ist ja dann nur deshalb Bundeskanzler geworden, weil ein gewisser Sebastian Kurz das Weite suchen hat müssen. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum die Österreichische Volkspartei, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, deren Obmann Sie sind, als Verband, als Beschuldigter geführt wird, weil man da immer so großspurig in Richtung Graz herumredet. Ich erwähne das nur nebenbei. Aber er ist ja dann auch nur Bundeskanzler geworden, weil er bei dieser innerparteilichen Kanzler-Resterl-Verwertung übrig geblieben ist. Wurscht, ist Vergangenheit. Jetzt die Wahl 2024, 29. September, und auch da ist er nicht gewählt worden. Na, da ist ganz was anderes passiert, meine Damen und Herren. Umgekehrt war es. Er ist abgewählt worden. Abgewählt ist er worden in einer demokratischen Wahl. Ja, ja, so war es. Weil ich darf Sie daran erinnern, er ist ja als Amtsinhaber angetreten. Und der Amtsinhaber, der hat ja einen Amtsbonus und den hat er natürlich voll ausgespielt. Und diesmal, im Jahr 24, hat er dann ja auch tatsächlich die Bundesliste der Österreichischen Volkspartei angeführt. Und dann hat er den Mund sehr voll genommen und dann hat er gesagt, Erster will er werden. Das heißt, die allermeisten Stimmen will ich haben und ich will die Wahl gewinnen. Und das war nicht ich, sondern das war er und das war die Österreichische Volkspartei, die dann ein Kanzlerduell ausgerufen hat. Und das haben wir dann gehabt und er hat es verloren. Verloren hat das. Verloren. So einfach ist es. Und zwar nicht irgendwie, sondern mit Bomben und Granaten. Ja, ich weiß, dass das in der Zwischenzeit für die Österreichische Volkspartei lauter Feiertage sind, wenn Sie Wahlschlappen kassieren. Sie freuen sich ja schon regelrecht auf den nächsten Sonntag, da haben Sie wieder was zum Feiern. Aber verloren mit Bomben und Granaten, mit einem historischen Minus und mit dem Verlust der ersten Position. Ja, eindeutiger geht's ja nimmer. Und warum sage ich das? Weil das Ergebnis des Ganzen, und das ist das Interessante, ist Folgendes, dass der Verlierer und der Zerstörer der Neutralität und des Wohlstands und der Sicherheit und des Bildungs- und Gesundheitssystems und der Schuldenkaiser, so viel Schulden haben wir ja noch nie gehabt, dafür mit dem Regierungsbildungsauftrag belohnt wird. Das ist das Ergebnis. Völlig logisch, oder? Völlig demokratisch. Oder vielleicht doch nicht, meine sehr geehrten Damen und Herren. Oder vielleicht doch nicht. Und warum? Und warum kann er das tun? Ja, weil da gibt es ja noch den Bundespräsidenten, nicht? Das ist der, dem das wurscht ist, wenn jetzt der Krieg in der Ukraine eskaliert, weil man jetzt auch das russische Hinterland mit irgendwelchen Langstreckenraketen beschießt. Alles wurscht, da haben wir nichts dazu zu sagen, aber der macht sich Sorgen um Twitter oder Ex. Das ist ihm total wichtig. Aber weil der Bundespräsident Folgendes macht, nämlich die von ihm selber in der Vergangenheit immer eingehaltenen und auch von seinen Vorgängern eingehaltenen demokratischen Regeln bricht, und dem Wahlgewinner das Verhandlungsmandat stiehlt. Deshalb ist es so, wie es ist. Und die österreichische Bevölkerung lernt aus diesen Ereignissen,
dass wenn aus der Sicht des Systems der Falsche gewinnt, dann ist nichts mehr so, wie es vorher gewesen ist. Und das, was gestern noch demokratisch war, ist am nächsten Tag dann undemokratisch. Und das, was gestern undemokratisch war, das ist am nächsten Tag dann demokratisch. Das ist die große Lektion, die Österreich gelernt hat in diesen vergangenen Wochen. Da wird alles auf den Kopf gestellt. Und jetzt verhandelt der Obmann einer Wirtschaftspartei, der abgewählte ÖVP-Kanzler, mit dem SPÖ-Parteiobmann und Klubobmann. Ich weiß nicht, wen er mehr verinnerlicht hat, den Lenin oder den Stalin. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall verhandeln die jetzt ganz eifrig, um in Österreich den wirtschaftlichen Fortschritt sozusagen endlich in Gang zu bringen. Ja, das ist übrigens auch der Herr Babler, der sich in einer Art und Weise über die Europäische Union geäußert hat. Ich meine, das bringt der Freiheitlicher gar nicht über die Lippen. Das bringt nicht einmal ein Nigel Farage zusammen. Eine solche Suade dagegen, die Europäische Union abzuhalten, wie es der Herr Babler getan hat. Aber das ist ja wurscht, weil das passt gut dazu, dass er dann auch mit den Neos noch mitverhandelt, die ja, wie wir wissen, sozusagen ganz begeisterte Europäer und europäische Zentralisten sind. Das nennt man dann die Zusammenarbeit der Kräfte der Vernunft, wo hinten und vorne nichts zusammenpasst. Na servus, gute Nacht Österreich, kann man in dem Zusammenhang nur sagen. Und ich weiß nicht, ob Sie bei diesem Schauspiel nachvollziehen können, dass sehr, sehr viele Menschen in Österreich, und jeden Tag werden das mehr, dass die Menschen das, was sich da abspielt, als eine Missachtung des Wahlergebnisses interpretieren. Ich weiß nicht, ob Sie es nachvollziehen können, dass, ich sage es jetzt einmal, 1,4 Millionen Wähler der Freiheitlichen Partei, in der Zwischenzeit sind sie schon 1,6 oder 1,8, ja, dass die das als eine Degradierung zu Wählern zweiter Klasse interpretieren. Und ich weiß nicht, ob Sie das nachvollziehen können, ob das für die Menschen, ja, dass sie es als blanken Hohn in Wahrheit interpretieren, wenn dann aus dem Mund des abgewählten Kanzlers im Zusammenhang mit all diesen Ereignissen Worte wie Ernsthaftigkeit und Redlichkeit wiederholte Male zu hören sind. Da greift man sich doch nur mehr auf den Kopf. Und das Traurige und das Dramatische ist, meine Damen und Herren, ich glaube nicht, dass Sie das nachempfinden können von den Verliererparteien, die da jetzt an einer Austro-Ampel herumzimmern und herumschustern. Sie sind ganz weit weg von dem, was die Bevölkerung denkt und können gar nichts davon nachvollziehen. Und was Sie auch nicht nachvollziehen können, und jetzt bin ich beim Budget, was Sie auch nicht begreifen, ist, dass die Bevölkerung sich belogen und betrogen fühlt, und zwar vollkommen zu Recht vor dem Hintergrund dieses ganzen Staatsschuldendesasters, das sich jetzt zufälligerweise nach der Wahl auftut. Ja? Dass Sie sich belogen und betrogen fühlen durch die Desinformation, die da vor der Wahl in die Bevölkerung hinausgegeben wurde. Vor der Wahl hat es geheißen, alles unter Kontrolle, alles in bester Ordnung, die Verschuldung ist im Normbereich, niemand braucht sich auch nur irgendwelche Sorgen machen. Nach der Wahl, wusch, auf einmal ist es da, das 30-Milliarden-Loch. Und wenn man es im Finanzministerium ein bisschen umhört, dann reden wir nicht mehr von 30 Milliarden, da gibt es dann schon welche, die haben in der Zwischenzeit schon 50 Milliarden auf ihrem Zettel stehen. Ja, meine Damen und Herren, und weil das so ist, weil jetzt plötzlich dieses Loch da ist, zählt natürlich auch das alles nicht mehr, was man vor der Wahl versprochen hat. Ist ja völlig logisch. Jetzt sind auch die Entlastungen futsch, die versprochenen. Jetzt kommen die Belastungen. Jetzt kommt das Sparpaket, das Sie immer ausgeschlossen haben. Das ist jetzt über Nacht plötzlich da. Ist ja klar, weil die Situation so eine katastrophale ist. Und jetzt reden wir nicht mehr von Steuerentlastungen, jetzt reden wir von Kürzungen und von Belastungen. Das genaue Gegenteil von dem, was vor der Wahl versprochen worden ist. Verstehen Sie das, dass das die Leute ärgert? Können Sie das vielleicht nachvollziehen? Oder ist Ihnen das tatsächlich so fremd, wie Sie immer tun? Oder wie es den Eindruck erweckt? Also, vor der Wahl, die Rede davon, dass Österreich jetzt am Ende einer Talsohle ist, dass jetzt wieder aufwärts geht, dass wir jetzt einen wirtschaftlichen Aufschwung haben aufgrund der großartigen Impulse, die diese schlechteste Regierung aller Zeiten gesetzt hat. Nach der Wahl klingt das ganz anders, da kommen wir drauf, wir stecken in der tiefsten Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg. Wir stecken so tief drin, dass die Horrormeldungen gar nicht abreißen. Die Arbeitslosen steigen jeden Tag, neue Firmen pleiten und jeden Tag kommen andere Firmen daher und sagen, sie wandern ab, weil es in Österreich nicht mehr geht. Und was das alles bedeutet, das können Sie sich ausmalen. Aber vor der Wahl hat das alles ganz anders geklungen aus Ihrem Mund, so viel zum Thema Desinformation, wo Sie sich ja immer so große Sorgen machen. Und mir
Und mir sagen sehr viele Menschen, denen ich jetzt da begegne, im Übrigen auch in der Steiermark, deswegen freue ich mich auf dieses Erweckungserlebnis, das Sie da im Sektor der Sozialdemokratie und der Österreichischen Volkspartei am Sonntag haben werden. Mir sagen sehr viele Menschen, wenn Sie das alles vor der Wahl gewusst hätten, wenn Sie das gewusst hätten, dann hätten Sie Ihr Kreuz nicht bei der Österreichischen Volkspartei gemacht. Das werden Sie im Übrigen eh nicht mehr tun. Aber dann wäre Ihnen auch noch diese Schlappe ganz, ganz anders ausgegangen. Und das ist der entscheidende Punkt. Jetzt ist der riesengroße Schuldenberg da, gigantisch. Ja? Und das heißt ja nur, dass der Budgetvollzug, die Meldungen über das Budget in Richtung Brüssel ja eine einzige Mogelpackung gewesen sind. Frisierte Zahlen, so wie wir es den Griechen vorgeworfen haben seinerzeit. Ja, jetzt frisieren Sie die Zahlen, die Sie nach Brüssel schicken. Eine einzige Manipulation, ein Manipulationsmachwerk. Das sage ja nicht ich, das sagt der Badelt vom Fiskalrat. Ist ja nicht meine Erfindung. Lauter unrealistische Annahmen hat man dort eingeschrieben. Einnahmen, die reine Science-Fiction sind, stehen da drinnen auf der Habenseite. Ja, da brauche ich mich doch nicht wundern, dass das alles zerplatzt wie eine Seifenblase. Ja, eine einzige Manipulation. Und jetzt bin ich bei Ihnen, Herr Neofinanzminister. Ich meine, die Frage stellt sich schon, inwieweit Sie und die anderen hohen Beamten des Finanzministeriums in diese ganze Malversation involviert sind. Weil ein bisschen lebensfremd ist das schon, dass der Herr Brunner das vielleicht in seinem stillen Kammerl selber irgendwie gemacht hat, sondern da werden schon mehrere Kräfte zusammengewirkt haben, um dieses Zahlenwerk entsprechend zu erstellen. Und mit Ihren Ausreden, brauchen Sie auch nicht mehr daherkommen, das höre ich jetzt. Ja, die 30 Milliarden, das ist deswegen, weil da war Corona und da ist die Energiekrise und da ist der russische Angriffskrieg, ja stimmt eh alles. Aber dann sagen Sie den zweiten Teil dazu, dass diese Reaktionen und die Maßnahmen, die Sie darauf gesetzt haben, dass die kein Automatismus sind und nicht vom Himmel gefallen sind, sondern dass es Ihre Maßnahmen gewesen sind, dass es die falschen Maßnahmen gewesen sind und dass es diese Maßnahmen waren, die uns überhaupt in diese Situation hineingebracht haben. Das ist doch der Punkt. Im Übrigen auch wieder mit dem Segen der Hofburg. Mit dem Segen der Hofburg haben Sie das alles auf den Weg gebracht. Also Ihre Politik hat Österreich in diesen desaströsen Zustand gebracht. Und glauben Sie jetzt wirklich, dass die Bevölkerung, die das Opfer Ihres Pfusches ist und die jeden Tag unter Ihrer Politik leidet, dass die jetzt plötzlich anfängt, an Ihre Heilkräfte zu glauben? Ja, sind Sie wirklich schon so weit weg von der Wirklichkeit, dass Sie das denken? Glauben Sie wirklich, Sie sind der richtige Absender für Optimismus in diesem Land? Da stellen sich einem ja die Haare auf. Das gibt's ja alles gar nicht. Also, meine Damen und Herren, der Herr Neofinanzminister wird relativ bald wieder ins Finanzministerium zurückkehren. Die Frage wird ihn aber weiter verfolgen, ja, bis sie aufgeklärt ist, wie das dann ausschaut mit seinem Beitrag und mit dem Beitrag der hohen Finanzbeamten im Zusammenhang mit dieser Vorwahlvertuschung, die halt zufällig so ausgeschaut hat, dass es vor der Wahl positiv und nach der Wahl negativ. Das ist sicherlich nur ein Zufall. Diese Frage wird zu klären sein. Ja, und was generell die Vorgangsweise betrifft, das sage ich Ihnen auch, dass also die angesprochen eine Pervertierung von Wahlergebnissen, diese seltsame Uminterpretation von dem, was demokratisch ist. Ja, natürlich. Die Degradierung von 1,4 Millionen Wählern zu Wähler zweiter Klasse, die Budgetlochlüge, selbstverständlich, die Renaturierungs, weil ich sie gerade sehe, die Frau Edtstadler, die Renaturierungsklagenlüge gegen die Frau Gewessler, hat sich ja auch alles in Luft aufgelöst. Ah ja, und die 500 Hochwassermillionen, dass ich sie nicht vergesse, die sind ja auch plötzlich verschwunden von der Bildfläche, die gibt es ja auch nicht mehr. Die Antwort auf alle diese Dinge, meine sehr geehrten Damen und Herren, die werden Sie am kommenden Sonntag in der Steiermark erhalten und sie wird deutlich ausfallen. Und eines sage ich Ihnen auch noch, wer auf solchen Lügen glaubt, die Zukunft dieses Landes bauen zu können, der ist schief gewickelt, der verdient die Abfuhr, die es am Sonntag geben wird. Nach der Rede von Herbert Kickl haben sich noch zumindest zwei weitere Redner zu Wort gemeldet.